Wir betreten jetzt Kapitel 4 der dritten Welt in Mario und Rabbids Kingdom Battle. Und ich bin gespannt, was passieren wird. Oh, erstmal gar nichts. Super. Okay. Oh, jetzt haben wir hier ein cooles Rätsel. Mit drei Lasern und verschiedenen Spiegeln. Okay, wäre auch noch ein Weg, den ich aber nicht nehmen kann, weil ich noch nicht die Trümmerfähigkeit habe. Ja, und da ist eine Tür, die ich auch nicht nehmen kann, weil ich hier erstmal das Rätsel lösen muss. Okay, ich mache erstmal hier auf blau. Dann geht der Spiegel hoch. Und das zweite... das zweite Lämpchen ist an. Und jetzt muss ich eigentlich was machen? Meine, wenn ich jetzt auf, nee, nicht auf rot, auf gelb schiebe, dann habe ich es geschafft. Nee, habe ich nicht, weil dann wird das da, wird der obere Strahl umgelenkt. Ja, das ist nicht ganz die Lösung. Und wenn ich grün nehme, statt blau, ja, das ist auch nicht die Lösung. Naja, gut. Das ist auch nicht die Lösung. Ich nehme mal rot. Ja, ich glaube, rot ist die Lösung. Dann geht nämlich der untere Strahl hoch zu blau, von blau wieder zu rot und dann wieder zu blau. Das sollte die Lösung sein. Okay, war gar nicht so schwer. Man muss es erstmal überblicken, aber dann geht's. Okay, nice. Jetzt kann ich mich ja auch umsehen. Ist da hinten das... Ja, man sieht es halt nicht, ob da das Geheimkapitel ist. Aber gut, ich werde es ja eh irgendwann suchen müssen. Jetzt würde ich ganz gerne eine Schlacht schlagen. Ist das möglich? Ja, nice. So, erreiche das Gebiet. Oh, ist das wieder 1000 Kilometer entfernt? Oh, und hier sind auch Grobiane. Ja, 1000 Kilometer ist ganz gut geschätzt. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Wobei, ich glaube, ich kann diese eine Passage überspringen. Und wenn ich das kann, dann muss ich das auch machen, sonst habe ich, sonst schaffe ich es nicht in der richtigen Zeit. Pack die Kamera. Ich kann auch sicherlich von hier, rüber springen. Das ist dann immer noch recht weit. Und ich habe dann, ich muss dann immerhin einen zurücklassen. Aber ich glaube, wenn ich Luigi nehme und Rabbit Mario und mit denen hier rüber springe und mit Mario dann hinten bleibe, dann sollte das eigentlich ganz gut gehen. Weil Mario muss dann wirklich weit laufen. Oder ich springe hier. Ich glaube, das ist sogar besser, wenn ich erst hier rüber springe. Denn vom Weg ist das das gleiche, aber dann habe ich die länger zusammen und kann länger, ja, machen, was ich halt so machen muss, um mich zu verteidigen. Ja. Ja, und ich muss, glaube ich, Rabbit Mario nehmen. Und Luigi. Das ist einfach das stärkste Team. Und die haben beide... Die können beide 8 Felder weit laufen. Mario leider nur 6, das ist schon ziemlich wenig im Vergleich. Ich kann ihm auch... Müsste ihm aber endlich mal das hier geben. Das ist das nächste, was wir machen, denke ich. Ich will es nicht ganz sicher sagen, weil ich halte mich ja eh nie dran. Aber ja. Vielleicht wird es so kommen. Okay. Dann legen wir los. Ich bleib also erstmal... Hier, geh bis hier hin und dann springe ich dort hinten mit allen. Ist es schlau, jetzt schon die Reichweite zu erhöhen? Ich denke schon. Let's go. Ich würde ganz gerne auf den hier schießen. Den schaurigen Grobian. Der hat sehr viele KP. Und er springt erstmal weg. So. Ich meine, er kommt jetzt wieder näher. Aber ich finde das ganz gut. So, ich laufe mit Luigi nur bis hier hin. Rabbit Mario. Ja, du kommst da unten nicht dran. Das wäre nämlich sehr super gewesen. Wäre der nicht weggesprungen, hätte ich ihn jetzt hier packen können. Aber so geht's nicht. Ich komme auch nicht an ihn ran. Hm. Ich kann ein bisschen weiter weg. Ja, ich komme auch eigentlich nur bis hier hin effektiv.
Ja, ich komme schon bis hierhin. Und dann kann ich hier den Rabbit, den Gehilfen, treffen. Und mit Mario komme ich immerhin bis hier. Und kann auch wieder den Gehilfen treffen. Vor allem aber kann ich jetzt hier meine Heldensicht nehmen. Und ordentlich Schaden machen. Also in der gegnerischen Runde. Ah, okay, Honig. Dem kann ich aber schon mal keinen Schaden machen. Das war gar nicht so schlecht, weil ich will lieber die da hinten treffen. Die sind gefährlich. Das sind nämlich ekelhafte Ziggis. Und ja. Deswegen habe ich den Leibwächter aktiviert. Ah, Schurkensicht. Ja, es ist blöd. So, den erwischen wir. Und erledigen wir auch sofort. Nice. Der kann nichts machen, außer sich heilen und eine Granate werfen. Aber bewegen kann er sich nicht. Auf Mario. Gut, dass das jetzt erst kommt, weil jetzt sind die Eisblöcke weg. Und Mario hätte gerade schon gut getroffen werden können. Der kann nicht schießen von da. Der sollte erledigt sein. Ja, ist sogar ein kritischer Treffer mit 238 Schaden. So, der kommt ein bisschen näher, aber das ist egal. Gut. Ich würde ganz gerne wirklich runterlaufen. Ich kann sogar runterlaufen. Ah, ich komme aber nicht an ihn ran. Wenn ich durch die Röhre laufe, komme ich schon an ihn ran. Aber ich komme da nicht wieder hoch. Und ich mache auch nicht so viel Schaden. Also lieber so. Mich dann hier verstecken. Aber... Kann ich nicht... Ah, ich kann ihn nicht treffen. Blöd. Auch nicht so richtig, wie ich das möchte. Ja, wie mache ich das jetzt am besten? Ich muss mich erstmal mit Mario bewegen, weil jetzt kommt ja jetzt diese blöde... Nee, treffe ich keinen. Wenn ich mich hinstelle, kann ich den da treffen. Das ist doch eigentlich gut. Vielleicht treffen mich dann auch die anderen, aber egal. Ich werde jetzt erstmal getroffen. Ich hätte keinen Tinteneffekt. Okay, keinen Tinteneffekt. So, bam. Und hier hin. Jetzt schieße ich auf ihn hier und ich hoffe, er läuft in die Röhre. Ja, perfekt. So, Luigi, du kannst dich schon mal weiter wegbewegen. Und zwar, ja... Ist es schlau, mit Luigi hier hinzugehen? Werde ich halt getroffen. Ich will eigentlich mit Luigi nicht getroffen werden. Nur, wenn ich mich hier hinstelle, wird gleich Rabbit Mario mit seiner Raserei sehr viel Schaden machen. Das will ich nicht. Aber ich will auch nicht mit Luigi als letztem laufen, weil dann komme ich nur bis hierhin. Das reicht mir nicht. Deshalb, ich gehe hier hin und hol die anderen. Ja, das könnte ich machen. Wie weit geht das? Ja, das klappt. Okay. Also ich kann die anderen mit dem Tanz herholen und dann kann... Ja, ist... Ja, wobei, hier bin ich auch nicht wirklich sicher. Das ist doof. Ja, dann gehe ich doch lieber hier rüber. So. Den treffe ich und den besiege ich. Dann mache ich das erstmal. Auch wenn ich von der Seite sogar sicher wäre. Oder ziemlich sicher zumindest. Nicht ganz, aber von der Seite werde ich halt getroffen. Das ist doof. Das ist jetzt die Frage. Kann ich den angreifen? Nee, ich komme nicht ran. Okay. Ja gut, dann... So. Und so. Dann hier hin und schießen. Na, wobei komme ich... Na, hier komme ich nicht hin. Okay, blöd. Dann... Jetzt schießen, dann ist der besiegt. Und wir sind fertig. Ui. Da eigentlich nur so ein Gebiet erreicht, aber das ist nicht so einfach. Die Schaden, ja, ist nicht so toll, aber jetzt wird er erledigt. Okay, es taucht ein Hopser auf.
in der nächsten Runde. Weiß ich Bescheid. Dann will ich jetzt rübergehen. Im Grunde mit Mario und mit Luigi. Nee, gar nicht mit Rabbit Mario und mit Luigi. Nee, mit Luigi kann ich hier bleiben, weil Luigi weit schießen kann. Also er geht hier hin. Macht nichts. Er kann auch gar nichts machen, weil es sind keine Gegner auf dem Feld. Oh, ich kann nicht weit genug springen, wirklich. Es ist schon sehr weit, ja. Und jetzt habe ich Luigi falsch. Oh, bin ich doof. Ja, das war nicht schlau. Das war nicht schlau. Ich hätte es doch sofort andersrum machen sollen. Ja, von da kann ich aber rüberspringen. Das glaube ich schon. Und hier nicht, aber von da hinten wird es gehen. Okay. So, drei Hopser. Die können jetzt sehr viel Quatsch machen. Doppelsprung. Okay, sehr viel Quatsch ist aber nicht so schlimm anscheinend. Ja, von hier komme ich rüber. Perfekt. Ich erstmal hier hin. Oh, doch nicht mit Luigi. Bin ich blöd? Ich bin blöd. Ah, das ist schlauer. Ja, Mario, du musst auch rüber und du kommst nicht rüber. Und vielleicht, na gut, wenn ich nur mit Luigi rüberkomme, dann ist das so. Das Problem ist nur, Luigi wird jetzt sterben. Nimm mal an, mit Rabbit Mario komme ich nicht so weit. Vor allem nicht, wenn ich von hier abspringe. Okay, Mario, geh du mal. Ja, was mache ich jetzt? Ich denke, das ist das Schlauste, wenn ich Mario jetzt irgendwie noch rüberbringe. Hätte ich ihn nicht rübergebracht. Nur bis hierhin. Und dann ist Luigi wirklich aufgeschmissen. Und Luigi wird das nicht überleben. Wenn ich hier bleibe und die Heldensicht aktiviere, kann ich mehr erreichen. Wobei, vielleicht auch nicht. Weil ich dumm bin und von ihnen schießen kann. Ah, jetzt habe ich alles ruiniert. Ach nee. Ja, dann ist das jetzt leider so. Okay, Schutzschild. Okay, den kann ich schon treffen, aber ich treffe ihn jetzt halt leider ohne Schaden. Aber zweiter Schuss sollte ihn besiegen. Ja. Gut, zwei Treffer sollte Luigi sogar aushalten. Ja. Mit Hochsitzbonus. Und kritisch. Es hätte nicht besiegt, aber ja. Leider durch den Stoß ins Abseits dann doch. Jetzt schaffen wir das weder in der richtigen Zeit noch mit allen Charakteren. Aber ist jetzt eben so. Ich hab's selbst zu verantworten. Ich habe wirklich sehr viele Fehler am Ende gemacht. Kann ich auch nicht gut reden. Okay, ich komme auch nicht ran. Leibwächter. Das ärgert mich aber schon, weil es wirklich eine lange Mission ist. Die würde ich ganz gerne auch sofort richtig machen. Aber wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. So, halt, Mario. Du kommst auch nicht wirklich weit, ne? Das ist nervig. Von da ist Mario noch nicht mal sicher. Ich stelle ihn gerade richtig schlecht hin. Ah, immerhin Honig.
Den besiege ich. Dann bin ich hier auch noch sicher und kann auf keinen schießen. Ja, super. Moment mal, ich kann doch erstmal hier laufen. Das ist doch viel besser. Der lebt aber, glaube ich, noch. Na, schade. Ich kann ihn, glaube ich, nicht erreichen. Und wenn, dann mache ich mir meine Deckung weg. Ja, ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Ich hätte vielleicht doch eher Peach nehmen sollen als Luigi. Weil es so eine lange Mission ist. Und da ist dann Heilen doch wichtiger. Neuer Hopser. Oh. Und Mario kommt mal wieder nicht weit genug. Ach, als ob. Ja, ich muss bei Mario auf jeden Fall die Reichweite erhöhen. Ah, ja, wobei, ich habe gewonnen. Okay, immerhin. Am Ende noch umsonst aufgeregt. Man hat sogar 10 Züge Zeit, also man hat mehr als genug Zeit. Und es gibt in diesem Kapitel sogar 2 Schlachten, das heißt, ich muss sogar noch mehr machen. Madame Boistrella. Ihr seid alle verdammt, verdammt. Ach ja. Verdammt, zu minderwertiger Wahrsagerei, zu skandalösen Preisen, wenn ihr jemand anders als Madame Boistrella aufsucht. Oh. Gut, vielen Dank, aber ich errichte mein Haus lieber auf dem soliden Fundament von Wissenschaft und Vernunft als auf sinnlosem Aberglauben. Dann wollt ihr nicht wissen, wo sich das letzte Relikt befindet? Eine Weissagung bitte. Jenseits der Gärten, unter den Bergen, das Ding, das ihr sucht, liegt verborgen im Brunnen. Können wir einen Tipp bekommen, was das für ein Ding ist? Selbst das Licht von Boistrellas innerem Auge kann die Dunkelheit nicht aus allen Ecken der Ungewissheit verdrängen. Ja, schade, Boistrella. Aber achtet, worauf ihr schreitet. Nicht alles, was es zu sein scheint. Sprechen wir über den Boden? Stolpert einer von uns oder sowas? Nein. Na gut, ich glaube, wir haben genug Zeit mit diesem Theater verschwendet. Wir lassen sich jetzt weiter Dorftrottel um ihr Geld bringen, das sie für eingelegte Schweinefüße gespart haben. Guten Tag, Madame. Also im Brunnen? Naja, mal gucken. Wir kennen uns ja eher mit Röhren aus. Ihr seid alle verdammt. Verdammt. Ja, was für eine verheerende Schlacht das jetzt war. Hier war das, oder? Ja, okay. So, was haben wir hier? Kann ich nicht rein, schade. Gut, ein Kunstwerk. Ist hier sonst noch irgendwas? Man sieht halt wirklich sehr wenig. Da unten ist so eine abgesperrte Röhre. Kann ich da echt nicht runter? Sieht schon sehr verdächtig aus da unten. Aber ich glaube, da ist echt nichts. Ja, mit Madame Boistrella möchte ich jetzt auch nicht nochmal reden. Gehen wir weiter. Münzen. Ja, den Pilz nehme ich ganz gern. Vor allem für Mario und auch für Rabbit Mario vielleicht. Luigi werde ich in der nächsten Runde nicht nehmen. Außer wir haben da wirklich 3 Erhöhungen oder so. Aber ja, er ist halt schon fast besiegt. Hier ist ein Brunnen. Hier ist eine Röhre. Aber die war ja auf der anderen Seite zu. Aber wobei. Okay. Es ist also sehr weit auf der anderen Seite. Ja, und hier kann ich nichts machen, weil ich nichts zertrümmern kann. Wobei, den Schalter kann ich aktivieren. Und dann kommen wir zumindest daran, können uns nochmal heilen. Also Luigis Chancen steigen schon. Und vor allem wird Mario komplett dadurch geheilt. Ja, fast komplett. Powerkugeln, wie viele? 20, sehr nice. So, nochmal 5 Minuten durch die Röhre. Und jetzt geht es hier oben weiter. So, 2. Schlacht. Ich sehe schon Grobiane.
Besiege 8 Gegner. Ja, das klingt schon sehr nach einem Auftrag für Rabbit Mario. Wie weit können die eigentlich laufen? 4 Felder. Ja, das ist bei Grobian schon gefährlich. Und Verfolgungsradius auch 4 Felder. Wo sind denn die anderen Gegner? Hier hinten ist so ein Bukibu. Und er ist noch gar nicht auf dem Feld. Okay. Ja, dann Kampfzentrale. Wir könnten auch eigentlich mal Rabbit Luigi nehmen und Peach. Dann schrauben wir mal an den Fertigkeiten rum. Ich kann hier noch nicht den Bewegungsradius von Mario erhöhen. Deswegen mache ich da noch gar nichts. Bei Peach könnte ich tatsächlich AP erhöhen, aber will ich nicht. Und bei Luigi... Ah, den Schaden vom Eisenblick. Wobei ich eigentlich das ja auch ganz gerne hätte. Was habe ich denn gesagt, was ich eigentlich wollte? Ich wollte doch irgendwas haben, was ganz Spezielles. Keine Ahnung, ich erhöhe da jetzt sowieso nichts. Rabbit Luigi, auch nicht. Und Rabbit Peach. Ja, Teamsprungradius ist schon ganz nice, aber... ist jetzt eh nicht dabei. Also ich erhöhe gar nichts, super. gegen Ziggis, Steinchance. Aber ich habe eigentlich lieber Vampirchance. Braucht Peach noch eine neue Waffe? Nee, ne? Gegen mittlere Gegner, das ist halt schon ganz nice, aber wir sind gut ausgestattet. Gegen Valkyren. Ja, was Valkyren sind, wissen wir noch gar nicht. Deswegen lohnt sich das auch nicht. Okay. Versuchen wir es einfach. Erstmal Kraft erhöhen. Ich würde mich ganz gern, so gut es geht, die hier besiegen. Kann ich zweimal? Nee, ich kann sowieso, ich komme gar nicht dran. Wenn ich hier stehe, kann der mich dann treffen? Mit seiner... ich weiß es halt nicht. Hier kann er mich nicht treffen. So, das mache ich gleich. Mario. Das war nicht Mario. Was bin ich eigentlich für ein dummer Depp? Nee, ich komme nicht auf mich selbst klar. Das ist wirklich, wirklich dumm von mir. Jetzt bin ich da auch keinen besiegt. Also, Prinzessin im Blick. Dann besiege ich den jetzt erstmal. Wobei durch den Feuerschaden... ja, doch. Alles gut. Er lebt noch? Nein, er lebt nicht. Okay. Ja, dann, Schwachmacher kommt nicht weit genug. Na komm, E-Werk. Vampirschaden, nice. 136. Könnte reichen. Das reicht ganz knapp nicht. Geht trotzdem jetzt das Risiko ein, dass er mich gleich trifft. Aber, ja, ich wollte eigentlich sagen, wenn ich Honig habe, dann kommt er, kann er sich ja nicht bewegen. Honig war egal, es ging hier tatsächlich eher darum, dass der Honig stark genug war. Okay. So, Gookiboo. Ja, du kannst dich ja eh überall hin bewegen. Du bist leider auch Mario, schade. Und verziehst dich ein bisschen, na gut. Ja, auf den Gookiboo komme ich jetzt nicht, der ist zu weit weg. Und hier treffe ich ihn nicht. Eigentlich mache ich schon gerne mit dem Sprung heilen, aber wichtiger ist mir, den Gookiboo anzugreifen. Und das geht auf jeden Fall mit der Granate.
Viel Schaden war das nicht, das stimmt, aber es war ein bisschen Schaden. So, von hier kann ich ihn treffen. Und es reicht sogar, um ihn zu besiegen. Nice. Dann jetzt noch irgendwie... Wo tauchen die Gegner auf? Hier. Was ist das denn für einer? Grobian. Er kann aber nur bis hierhin laufen. Das heißt, ich wäre hier sogar sicher. Wir könnten ihn danach mit der Raserei noch Vampir geben. Also, ja, ich springe jetzt hier hin und mache gar nichts. So, fertig. Okay, er kommt sogar noch ein bisschen näher. Ja, ist egal. Oh, wirklich Vampir? Also es ist schon egal, weil ich mich jetzt wieder heile. Aber es ist trotzdem auch sehr ärgerlich. Weil es einfach nicht so geplant war. Gut, den besiege ich. Wo ist Peach? Ach, recht weit weg. Ja, ich muss Peach hier hinbringen. Jetzt springt sich leider ihre eigene Schutzbarriere auf. Und der Barracuda ist auch wirklich nicht stark. Da am Peach. Peach ist halt ein guter Supporter, aber offensiv nicht so zu gebrauchen. Leider. Mache ich genug Schaden? Nee, bei weitem nicht. Hiermit vielleicht, aber es reicht auch wahrscheinlich nicht. Also, ja. Ist ein bisschen doof. Muss ich jetzt hier hingehen? Und tatsächlich... Wobei, ich mache vielleicht doch genug Schaden. Ich gehe aber schon mal auf die Heldensicht, sicherheitshalber. Ja, es reicht nämlich nicht. Schade. Aber dann halt der zweite Schuss jetzt. So. Wirkt er sich so, dass ich auf ihn schießen kann? Nein. Dann hat sich die Heldensicht leider nicht gelohnt. Also schon zur Verteidigung gerade, ja. Aber nicht wirklich, um irgendwas Gutes zu machen. Ihr kommt ja nicht weit genug, um mir weh zu tun. Also mache ich das jetzt mal. Okay, Feuer, nice. Doch noch ein bisschen näher, aber er kann mir nicht wehtun. Das ist gut. Ja, ich muss mal von hier verschwinden, weil da kommt jetzt gleich ein Ukibu. Da oben aber glaube ich auch. Ja. Und Peach steht dafür auch wirklich nicht gut. Die wird gleich zweimal getroffen. Was aber nicht so schlimm ist. Na, ich kann nur bis hierhin gehen. Besiegen wir den jetzt noch? Das Bärenweg ist echt nicht stark. Ja, dann tu halt mal eben Rabbit Luigi weh. Ich kann es nicht ändern. Das ist nicht so schlimm. Wir können uns mit Rabbit Luigi sehr gut heilen. Und das reicht jetzt auch nicht. Ja, wobei Honig. Okay, dann reicht's doch. Glück gehabt. Honig ist wirklich mächtig. So, jetzt kommen die beiden Gookie-Boos, die da beide Peach treffen können. Oder Rabbit Mario. Ja, auch noch Vampir.
So, ich gehe erstmal auf den da oben. Das Ding ist sogar noch heile. Ja, das war nice. Das reicht zwar nicht, aber es war nice. Geh schon mal auf die Superbarriere. Ich will, dass du sicher bist. So. Und den da besiegen. Eben mal die ganzen Münzen einsammeln. Ja, und ich könnte jetzt mit Peach noch hochlaufen. Aber es bringt mir halt nichts. Der wird sich dann hierhin teleportieren und das will ich nicht. Also laufe ich lieber hier hin. Dann bin ich so ein bisschen sicher. Wenn er sich zu mir teleportiert, bitte sehr, kann er ruhig machen. Dann komme ich leichter an ihn ran. Aber das machen die nämlich nie. Ich kann auch richtig weit schießen. Krass. Das ist auch der letzte Gegner. Ich muss ihn jetzt irgendwie schon erreichen. Auch nur hinter so einem blöden Eisblock. Kann ich ja wegschießen. Und viele KP haben die ja nicht. Also mit Mario und mit Rabbit Luigi kannst du gerade reichen, die zu besiegen. Sollte reichen. Ja, das kann Mario machen. Wieder Honig. Okay, also Honig-Effekt heute sehr gut. Aber sind schon zwei sehr schwierige Schlachten und ich muss halt beide gut machen, damit ich das Kapitel richtig abschließe und ordentlich Geld kriege. Also 400 Münzen fehlen mir. Jetzt ist es schon schade. Dort bei dem Brunnen. Ist das ein Buhu oder ein Luftballon? Oh, ich fürchte, bevor wir da hinkommen, gibt es noch einen Bosskampf. Das sieht aus wie ein Buhu-Ballon. Das ist das fehlende Relikt der Güte. Bringen wir es zu seinem Sockel. Ich sehe da unten eine Abkürzung durch den Brunnen. Ja, das wird natürlich sehr gut gehen. Ja, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir von einem Boss überrumpelt werden. Ganz unerwartet. Bis dahin, wie immer, nur das Beste.